Bis 2031 soll über einen Standort für ein Atommüllendlager in Deutschland entschieden werden. Das klingt noch weit hin, doch der Findungsprozess ist hochkompliziert. Alles soll transparent ablaufen und möglichst alle Beteiligten sollen einbezogen werden. Das scheint auch wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht wirklich gut zu klappen. So haben Umweltverbände angekündigt, an der dritten und letzten Fachkonferenz nicht teilzunehmen. Dort sollten die bundesweit geeigneten Teilgebiete auf wenige Standortregionen eingegrenzt werden. Niemand will sie, aber sie müssen sicher aufbewahrt werden. 1 Million Jahre lang. Für fast 2000 Castor-Behälter mit hochradioaktivem Müll wird ein Endlager gesucht, das so lange dicht hält. Tief genug, denn geologisch kann viel passieren. Erdbeben, Vulkanausbrüche, sogar Eiszeiten. Der Untergrund muss absolut undurchlässig sein. In Frage kommen Salz, kristallines Gestein oder Ton. Nach ersten Untersuchungen könnte mehr als die Hälfte der Gesamtfläche Deutschlands geeignet sein. Bis 2031 soll ein Standort feststehen. Bis 2050 könnten erste Castoren endgelagert werden. Wir haben keine Zeit zu verlieren, aber wir brauchen eben eine ausreichende Solidität in dem Verfahren, dass da keine Fehler entstehen. Wie in Gorleben, wo es jahrelange Proteste gab und der Standort sich am Ende als ungeeignet für ein Endlager erwies. In Fachkonferenzen sollen jetzt Bürger- und Umweltverbände beteiligt werden. Mit diskutieren ja, mit bestimmen nein. Das kann nicht gut gehen, sieht man ja in Gorleben. Deshalb brauchen wir ein Verfahren oder eine Methode, die ermöglicht, dass die Bevölkerung mitreden kann und mitbestimmen kann. Genau das will die Politik verhindern. Man hat wohl Angst vor überlangen Verfahren. Entscheiden wird dereinst der Bundestag. Über ein sicheres Endlager für den atomaren Müll, das 1 Million Jahre halten soll. 5-mal länger, als es den modernen Menschen gibt.